Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Vielen Dank für Ihre Gesprächsbereitschaft. Die Frau, die heute bei mir zu Gast ist, die hielt Bertolt Brecht seinerzeit auf dem Arm, als sie ein ganz, ganz kleines Mädchen noch ganz neu auf der Welt war. Eine RBB-Kollegin hat sie kürzlich nicht nur Legende genannt, sondern eine Theaterheilige, eine Berliner Theaterheilige. Und Sie können das jetzt noch nicht sehen, aber es ist ihr natürlich viel zu viel. Das ist doch keine Frage, dass Katharina Thalbach das viel zu viel ist. 65 Jahre ist sie mittlerweile alt, geboren in Berlin, aufgewachsen in Berlin geblieben, Schauspielerin in Berlin. Aber erst 65. Habe ich doch gesagt, das habe ich weggenuschelt. Ich habe es extra weggenuschelt. War eindeutig, habe ich 75 gehört. Was? Doch. Ich habe doch nicht 75 gesagt. Doch, 75 Jahre ist sie alt. 1954 geboren. Im ja, Januar gut, 65 rechnen, geboren. Das ist doch schrecklich. Im Januar bist du 65 geworden, Katharina. Ja. Und du bist eine Theaterheilige. Du warst Protagonistin in diesem Protestbeitrag, dass die Komödie am Kurfürstendamm abgerissen wurde. So. Ich habe es jetzt diese Woche gesehen. Das beißt immer noch ins Herz, oder? Ich sah diesen Bagger wieder, der so rumgegriffen hat. Und es ist furchtbar. Es ist furchtbar, ja. Aber du hast dich richtig geeignet, du hast gesagt, du warst beleidigt. Na, ich habe mich geschämt eigentlich für Berlin, das muss ich sagen. Also, weil ich das, ich meine, Berlin war in den 20er Jahren, hatte das, ich glaube, doppelt so viel Theater, wie es jetzt hat, oder dreifach. Wie viel, ich weiß gar nicht, die hatten ja, glaube ich, an die 10 Opernhäuser oder sowas. Und das ist ein Theater gewesen, was noch von Max Reinhardt mit konzipiert wurde. Das war ja innen tadellos. Also gut, war ein bisschen ranzig manchmal, aber es hat ja alles geklappt und die Leute sind gekommen. Und es war schön innen. Außen war es nicht schön, aber innen war es sehr schön. Ich fand ich auch, es war sehr, sehr angenehm. Ja, ganz tolle. Und dass nicht unter Denkmalschutz gestellt wurde oder dass da eben Sachen nicht so gut gelaufen sind, wie sie hätten laufen können, das finde ich schändlich. Dass das allerdings auch schon wieder alles so weit her ist. Ich glaube, fast die Leute sind auch tot, die es gemacht haben. Oder, also es ist alles nicht schön. Aber nein, aber ich finde es nicht schön. Wir wollen aber sagen, dass du nicht unglücklich bist, wenn du am 23. Mai im Schiller-Theater wieder zu sehen bist als Emanuel Striese. Das habe ich dann das 100. Mal in der Raub der Sabinerin von dir selbst inszeniert. Also am Schiller-Theater, das ist ja auch kein Theater ohne Tradition. Also das muss ich sagen, dass natürlich, das rechne ich auch unserem Kultursenator, also dem Lederer, wirklich hoch an, dass er sich das stark gemacht hat für uns. Und dann wirklich diese Alternativspielstätte mit dem Schiller-Theater geschaffen hat. Die mich natürlich, am Anfang hat mich das irritiert, weil aus dem Theater bin ich auch schon mal rausgeflogen. Und jetzt wie meinst du, wann bist du da rausgeflogen? Na ja gut, als sie das dicht gemacht haben. Ne? Mhm. Also das war ja auch ein sehr merkwürdiger Vorgang. Und dann wurde ja für viele Millionen das wieder hergerichtet für die Oper. Also es hat nicht so richtig Geld gebracht, das damals zu schließen, das Theater. Und nun geht man in das, ist man im nächsten Theater, wird es abgerissen und fliegt man raus und dann geht man in das Theater zurück, wo man schon mal rausgeflogen ist. Ich liebe das Schiller-Theater. Das ist sozusagen meine Heimatstätte, dann, nachdem ich nach West-Berlin gekommen bin. Und ich habe da angefangen zu inszenieren. Ich habe da 4 Intendanten erlebt, angefangen mit dem tollen Hans Lietzau. Ich liebe das Theater und ich liebe da auch zu spielen. Wir haben ja auch Hase Hase da, mit dem Stück haben wir jetzt ja auch wirklich einen riesen Erfolg gehabt, was ja auch nicht so ganz einfach ist, weil es hat 1000 Plätze und das muss man immer erstmal, wenn man en suite spielt, das heißt jeden Abend, muss man ja auch immer erstmal füllen. Aber ist das nicht eigentlich ein Versäumnis, Katharina, vor allen Dingen letztendlich euer Versäumnis, dass es nicht, wie es das Ohne-Sorg-Theater in Hamburg, das Milowitsch-Theater in Köln gibt, dass es in Berlin nicht das Thalbach-Theater gibt? Weil das müsste es eigentlich geben. Ich meine, welche Familie sonst soll ein Volkstheater tatsächlich in Berlin betreiben, wenn nicht ihr? Tochter, Enkeltochter, du. Ja, bei Hase war es ja noch schlimmer. Also da waren ja noch meine 3 Brüder dabei und die Johanna Schall, die sozusagen indirekt die Enkeltochter von Helene Weigel ist, meiner Lehrerin. Ja, das war schon sehr familiär. Ja, ich weiß es nicht, vielleicht bringt es ja, kommt ja jemand auf den Gedanken, das Schiller-Theater bei uns zu belassen. Das wäre ja nicht so schlimm. Genau, das wird einfach runtergenommen, heißt dann Thalbach. Nein, das wäre mir peinlich. Warum wäre dir das peinlich? Das weiß ich nicht. Sowas ist mir immer peinlich. Ja, aber das ist doch, wie gesagt, die Leute sagen schon, Ikone, Legende, gut, du möchtest es nicht hören, Heilige. Kommen wir mal darauf zurück, was du ja als Regisseurin
machen könntest, machen müsstest, womöglich. Nehmen wir an, eine junge Schauspielerin sitzt dabei, wie deine Enkelin. Und deine Enkelin soll eine 12-Jährige spielen, die gerade ihre Mutter verloren hat. Was würdest du ihr sagen, worauf die achten muss? Wenn sie so eine Rolle anlegt, worauf kommt es an? Weil du kennst das. Ja, du warst 12 Jahre alt, als deine Mutter gestorben ja, ist. Ja, aber das würde ich da. Zumindest würde ich das jetzt nicht offiziell bekannt geben, diese. Wie machst du das überhaupt, wenn du jetzt jemandem sagst, pass mal auf, folgendermaßen würde ich es machen. Du hast in einem Interview mal gesagt, nur weil man mit jemandem verwandt ist, darf der ja noch längst nicht Scheiße bauen, wenn er arbeitet. Das heißt, du hast natürlich als Regisseurin eine Vorstellung davon, so und so hättest du das gern. Ja, aber das ist trotzdem, wenn man mit Schauspielern arbeitet, muss man ja auch, klar, ich kann von bei Sahn auch von mir ausgehen, aber ich muss natürlich auch in erster Linie gucken, wirklich was liegt einem Schauspieler, also womit kommt er an seine, wo ist sein Fundus, mit dem er arbeitet, und wo ist sein Becken, aus dem er die Dinge holt. Das ist auch mal sehr unterschiedlich, also da würde ich mich auch hüten, mal so allgemeine Rezepte zu haben. Ich bin ein sehr großer Vorspieler, weil ich ja nun mal aus dem Schauspiel komme. Also ich bin da, glaube ich, gar nicht so gut im Erklären. Ich versuche es immer auch da ein wenig an die Psychologie ranzukommen. Aber am besten geht es eigentlich immer, wenn ich es vorspiele. Clint Eastwood hat Tom Hanks mal erzählt, der geht sehr sanft mit seinen Schauspielern um. Der ruft zum Beispiel niemals Action, weil er das so furchtbar fand, als er noch in Western mitgespielt hat. Da war so ein wichtigtuerischer Regisseur, der hat immer laut Action geschrien und dann sind die Pferde durchgegangen, so laut hat er Action gerufen. Und deswegen geht Clint Eastwood immer nah an seine Schauspielerin, so nah wie es geht, ran und sagt, bitte. Also ganz ehrlich, das würde mich auch nervös machen, glaube ich. Allerdings nicht, ja, wenn Clint Eastwood nah an mich herankäme. Würde sagen, bitte, bitte, dann würde ich dahin schmelzen. Aber gibt es Sachen, aus deiner langjährigen Erfahrung, wo du sagst, da habe ich das und das und das, das werde ich garantiert so nicht machen, weil es so furchtbar war, als ich es machen musste oder als ich dabei war, wie ein Regisseur dies und das und jenes tat? Ich mag nicht, wenn man mit Zyne arbeitet. Also ich kann Zyne generell nicht leiden. Ich mag es auch nicht, wenn man Leute klein macht oder wenn man sozusagen, ich muss jemanden brechen, um was aus ihm herauszuholen. Das tun Leute tatsächlich. Leider Gottes gibt es das durchaus, ja. Und was könnte man sich davon versprechen, wenn man... Das weiß ich, ja, dass dann irgendeine eine Art von grenzenloser Verletzlichkeit sichtbar wird, die ansonsten gar nicht steht, man vielleicht über den Ding. Ich weiß es nicht. Das ist eine Mensch. Ich finde, das ist ja auch Lebenszeit, wenn man arbeitet miteinander. Mhm. Und das betrifft ja jetzt auch nicht nur Theater oder Film oder Schauspielerei, sondern generell. Ich finde einen höflichen, freundlichen Umgang miteinander generell erstrebenswert. Wie war das damals, als du Maria Mazzerat gespielt hast, 1979, und das Brausepulver in den Bauch habe? Es tut mir leid, das sind Klassiker, ich weiß, Katharina. Aber ich habe nichts dagegen, nein. Es ist aber so toll, ich finde es einfach so toll. Und war das so, dass ihr dann besprochen habt und dann kommt er und dann streut er dir das da rein oder in den Bauchnabel? Und dann, ja. So, wie war das? Also, weil, das war... Das war toll. Das war toll? Ja, aber ich kann mich erinnern, dass wir hatten schon mal eine Talkshow und dann wollte ich dir das vorführen. Du wolltest aber deinen Bauchnabel nicht freimachen. Weil meiner so hässlich ist im Vergleich zu deinem. Ich weiß es ja nicht, du hast ihn mir ja nicht gezeigt. Aber du hast trotzdem noch nicht gesagt, wie es war. Ich sag doch, es war toll. Und es war für dich auch kein Problem, es vorher zu... Also dir war die Situation klar und kein Problem, machen wir. Es wird ein toller, großer Film, aber okay. Schlöni, wenn du meinst. Nee, ich hatte für mich das Brausepulver, das fand ich ja großartig. Ich hatte eher ein Problem mit dem Ausziehen. Also darüber gab es dann Diskussionen. Darum gab es Diskussionen, nackt vor der Kamera zu sein. Und das wollte ich nicht. Und dann bin ich fast umbesetzt worden. Und irgendwann fand ich dann die Lösung, mir alles das, was ich nicht wollte, dass man es sieht, schwarz abzukleben. Und dann
Aber ich meine, zu dem Zeitpunkt warst du schon eine erfahrene Schauspielerin, obwohl du noch so jung warst. Mhm. Du warst 25? 24. 24 und trotzdem schon seit vielen, vielen Jahren auf der Bühne. Das heißt, dir war klar, ich mache hier auch nur das, was ich machen will. Also wenn der Regisseur irgendwie anders will, dann tut es mir leid, dann mache ich halt nicht mehr mit. Oder die Selbstbewusstsein hattest du schon? Na, das hat weniger was mit Selbstbewusstsein zu tun. Ich glaube, einfach auch mit Schutz. Also ich war auch, als ich mit 17 habe ich meinen ersten großen Film gedreht, als sozusagen als junge Frau, und hatte meine erste Kussszene, und das war ein Regisseur, der gern so neu gearbeitet hat, ohne vorher zu proben, und hat nur gesagt, ungefähr was passieren soll, und die Kamera lief dann eben schon, und dann küsste mich mein Schauspielkollege, und der küsste mich eben richtig, also so mit Zunge. Und ich war so entsetzt. Ich habe dem so eine geballert, automatisch, vor laufender Kamera, weil ich das einfach, das fand ich empörend. Und das war nicht, das hatte nichts mit Selbstbewusstsein zu tun, sondern ich fand einfach, das tut man nicht. Wir spielen ja, aber, doch. Ja, aber weil ihr sowas in Interviews immer erzählt, ihr Schauspielerinnen und Schauspieler, habe ich als Statist im Tatort vom RBB schon mal total falsch gemacht. Ihr habt immer gesagt, man küsst daneben. Man kann sich auf den Mund küssen, aber man muss ja nicht den Bläschel da reinschieben. Nein, das habe ich auch nicht gemacht. Also ich habe noch nicht mal das gemacht. Ja. Und dann, aber ich habe als Statist vermocht, eine schlechte Kritik zu kriegen für einen einzigen Kuss als Nebenfigur. Das musst du dir mal vorstellen, weil ihr solche Sachen erzählt, weil ihr es einem nicht richtig beibringt. Die Zuschauer, die uns jetzt zugucken. Ich habe es ihm dann richtig beigebracht. Wie hast du dann? Du hast gesagt, du lässt die Zunge drin. Das auf jeden Fall. Und sag ich, die Leidenschaft, die holen wir uns von woanders. Wie hast du das so gesagt? Hast du das so Nein, gesagt? Nein, das habe ich nicht. Das hätte ich damals noch nicht so sagen können. Aber es ist eine schöne Szene geworden nachher. Aber er war wirklich irritiert. Er hat gedacht, ja, das muss doch sein wie im Leben. Also das heißt, du hast im Film noch nie mit Zunge geküsst? Nein. Mhm. Kommen wir mal auf die Sache zurück, die ich gerade versucht habe, so auf so einem Umweg rauszukriegen, Katharina. Deine Mutter stirbt, als du so jung bist. Du bist 12 Jahre alt. Danach, du hast vorher schon das Theater als Zuhause gekannt. Du hast schon hier und da mitgespielt. Aber ich würde eigentlich annehmen, wenn man so jung ist und sowas Fürchterliches geschieht, dass man sich wegkrempelt, dass man vor allen Dingen nicht möchte, dass sich vor allen Dingen nicht exponieren möchte, nicht auf eine Bühne möchte, sich nicht ausstellen möchte. Warum ist dir das trotzdem möglich gewesen? Das war eine Form von Zuhause. Also das war eigentlich ein Weg, auch meiner Mutter nahe zu sein. Also und außerdem hatte ich das Gefühl, sie war ja wahnsinnig jung, und ich hatte auch das Gefühl, ich müsste etwas weitermachen. Also ich weiß nicht, das war wie ein Auftrag, hatte ich das Gefühl. Ich muss die Firma übernehmen, oder wie man immer sagen will. Ich weiß nicht, und ich hatte das Gefühl, ich bin ihr da nah. Wenn Leute Sachen über dich schreiben, schreiben sie, sie wurde als 15-Jährige von Helene Weigel entdeckt. Und das gehört zu den Begriffen in so Biografien, wo man dann nicht länger darüber nachdenkt. Es lohnt sich aber eigentlich schon, weil die meisten von uns werden ja zu nichts entdeckt. Wie wird man entdeckt? Merkt man, während man entdeckt wird, dass man entdeckt wird? Hast du das gemerkt? Es lief ein bisschen anders. Erstmal war es noch früher, ich war 13. Und die haben die Drei-Groschen-Oper wieder aufgenommen und haben für den Puff die jüngste Hure gesucht. Und Helene Weigel hatte gehört, dass ich Statistrie mache am Deutschen Theater. Und hat dann gefragt, ob ich ihr mal vorsprechen könnte. Und dann habe ich ihr vor. Ich habe immer Statistrie bei Faust gemacht. Konnte dadurch das gesamte Gretchen auswendig. Und dann habe ich ihr eben das Gretchen vorgespielt. Und da hat sie dann gesagt, sie würde sich gerne für meine Ausbildung. Da hatte ich schon das Gefühl, sie hat mich entdeckt, ja. Weil sie mich gefördert hat. Du hast gerade gesagt, Helly. Hast du die so genannt? Hast du die Helly genannt? Ja. Jetzt hat Bertolt Brecht, der hat natürlich häufiger über sie logischerweise geschrieben. Der hat aber über sie mal sowas Charakterisierendes tatsächlich versucht.
1952 mit den Augen der Wissenden und den Händen der Brotbackenden, Netzestrickenden, Suppenkochenden Kennerin der Wirklichkeit. Ist das sowas wie ich versuche mir vorzustellen, wie ist diese Frau gewesen, die tatsächlich ja mittlerweile einen legendären Status hat, wie kürzlich Heinrich Brilleur-Film, da war sie wieder gezeigt oder dargestellt. Also wie ist die dir in Erinnerung, Helene Weigel? Streng. Also sie war ziemlich streng. Aber sie war, ich durfte sie ja dann auch anders kennenlernen, wenn sie einen eingeladen hat nach Buko. Da war sie eine enorm gute Gastgeberin. Also sie konnte ja toll kochen, sie konnte toll stricken, sie konnte ganz toll schwimmen. Das hat dich beeindruckt, dass sie so gut schwimmen konnte? Ja, weil sie hat mich da einmal, sie hatte eine Sauna am See. Es war, lag ich war direkt einmal am in dem See. Haus da, also, ja. Kann man ja als Tourist besuchen. Ja. Und in der Sauna war ich dann und bin dann vollkommen naiv, dann da nackig in den See gehuppt. Und dann kam so ein Ruderboot mit so Jungs und die sahen, dass ich offensichtlich, und die kamen immer mehr auf mich zugerudert. Und dann hörte ich hinter mir, haut ab! Und da kam Helly angekrault und hat diese Jungs verscheucht. Und hat mich dann, deswegen war ich so beeindruckt, dass ich hätte nie so schnell schwimmen können. Die hätten mich da, ja, das hätte unangenehm werden können. Jetzt hast du vorhin gesagt, du bist eine Vorspielerin, wenn du Schauspiel hast. Und du sagst, sie ist streng gewesen. Das heißt, wie war das dann, wenn ihr was missfallen hat, was du auf der Bühne gemacht hast? Runter von der Bühne. Ich konnte runter ja von der Bühne? Ja, weil ich konnte ja nicht sprechen. Ich war ja viel zu leise. Ich konnte ja noch nicht stützen, also die Stimme stützen, dass die wirklich trägt und senden kann. Das konnte ich ja alles noch nicht. Und da einmal geheult auch. Ne? Also das war... Nein, ich höre nichts, ich höre nichts. Lauter, lauter! Runter von der Bühne, ab zur Sprecherziehung. Ja. Wo war die dann? Die war dann an so einem Tisch oder saß irgendwo im Zuschauerraum? Nein, aber sie war auch, wenn was nicht gut war, sie hat es einem so relativ deutlich gesagt. Und dann war es ja eben so, dass das so 2 Jahre später, ich spielte dann ja schon in der Dreigroschenoper, aber wie gesagt, als kleine Hure Betty, so ein Babydoll. Und dann wurde Angelika Waller krank über Weihnachten und die hatten dann eine Riesenserie von Dreigroschenoper-Vorstellungen angesetzt. Und da hat dann Helly eben gefragt, ob ich mir zutrauen würde, das zu übernehmen. Und ich war wirklich, wenn ich annähernd gewusst hätte, wie das hätte schiefgehen können, das habe ich Gott sei Dank alles nicht gewusst. Ich war jung und doof. Das war gut. Das war günstig. Aber da hat sie mir gesagt, Pupperl, das wird ein Ritt über den Bodensee. Ich wusste nicht mal genau, was das bedeutet. Und ich habe es dann gemacht und es ging ja gut. Und das war ja dann, wie man dann immer so schön sagt, der Durchbruch. Aber ich hatte keine Ahnung, wie das auch hätte nach hinten losgehen können. Inwiefern denn? Wie wäre es gewesen, wenn es... Naja, wenn du zerbrichst ja, also wenn du dich blamierst vor so vielen Menschen, das Das habe ich mich gefragt, wenn man sagt, das ist mein Zuhause. Das ist auch deswegen mein Zuhause, weil jetzt ab dem 23. Mai wieder ist die Familie mit dir im Schiller Theater beim Rob der Sabinerin, die Anna ist da, deine Enkelin Nelly ist da. Wenn man also sagt, das ist mein Zuhause und das ist meine Familie und wir treffen uns eigentlich im Theater vor Leuten. Ist das noch irgendwas Besonderes, rauszugehen, jetzt als Emanuel Striese und zu sagen, da sind die Leute, hier bin ich und jetzt mache ich was? Ich habe immer Angst, immer. Du hast immer Angst, nicht im Ernst? Ja. Wovor denn? Du bist Katharina Thalbach, was soll denn noch passieren? Das, so denkt man doch nicht über sich. Man denkt doch, also eigentlich denkt man doch eher immer, was man alles nicht kann oder was alles und eben auch, was alles schiefgehen könnte und oder ob man nicht in Form ist und ich weiß nicht was. Manchmal ist man auch einfach müde oder man ist krank und ich weiß, ich bin da immer nervös, immer. Denkst du denn tagsüber schon daran, dass du abends ins Theater musst? Nee, das ist beim Fliegen so. Also ich habe so eine Angst vorm Fliegen. Ja. Das fängt schon Tage vorher an. ist es wirklich schrecklich. Und was machst du dann? Weil ich meine, du bist schon überall aufgetreten, du musst überall hin, Zürich, Paris.
Paris Mutter Courage, ich glaube 1995. Mhm. Und du musst ja überall da, was machst du dann, wenn du Tage vorher schon weißt, ich bin Owei? Ja, da ist einfach, da versuche ich es zu verdrängen und dann ist immer Start, ist immer das Allerschlimmste und ich sitze dann da und halte mir die Ohren zu und singe. Ich glaube, ich mache die anderen wahnsinnig, aber ich, das muss mich, das beruhigt mich irgendwie. Du singst? La, 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 la. Warum, gegen welches Geräusch singst du denn an, nein, Katharina? Ich weiß, gegen meine Angst. Ich denke ja immer, es kann abstürzen, es stürzt ja auch oft ab, ne? So oft stürzt es nicht ab. Also es ist, ja, ich weiß, diese Statistiken. Genau. Das beruhigt mich keineswegs. Das hat, glaube ich, noch nie jemand beruhigt, diese merkwürdige Statistik. Ich will mal noch eine andere Sache, die auch, wo auch immer steht, das steht auch immer so lapidar da letztendlich. Ende 1976 verlässt Katharina Thalbach an der Seite ihres Lebensgefährten Thomas Brasch die DDR und geht nach West-Berlin. Und das steht dann da immer so, geht nach West-Berlin. Und da denkt man sich, ja gut. Ist ja nicht weit, also von hier nach dort. Wir sind ein paar Kilometer, aber wenn man dann einen Moment länger drüber nachdenkt, das war ja erstmal ein Gang auf Nimmerwiedersehen. Und ich meine, wenn ich jetzt nach Thailand fahre und sage, wir bleiben in Kontakt, dann kann ich dich morgen, schicke ich dir dies, dann schicke ich dir das, dann rufe ich dich an, dann machen wir Videotelefonat, ich am Strand, du hier, können wir alles machen. Damals nichts davon. Wie ist das 1976, als ihr dann in West-Berlin da wart, ist das nicht auch sehr traurig, sehr melancholisch, so bluesartig gewesen? Um Gottes Willen, sind wir hier, von allen weg? Oder wie kann man das beschreiben? Woran ist dir aufgefallen, dass du in der Fremde bist? Gut, so ganz in der Fremde war ich ja nicht. Weil ich ja, die ganze Familie meiner Mutter, die lebte ja in diesen Charlottenburger. Also insofern habe ich ja mehr Familie in West-Berlin gehabt als in Ost-Berlin. Das war es nicht, aber ich meine natürlich, das Ost-Berlin, das war meine Kindheit, das war meine Jugend und das war mein Leben bis dahin. Und das ist mir nicht leicht gefallen zu gehen, nein. Und es war, nein, ich musste mich langsam dran gewöhnen. Und wie war das denn im Alter? War das so ein sich durch die Gegend schleppen und denken, jetzt, ich bin hier, aber ich bin hier nicht richtig, ich bin hier und hier sind Leute, die ich kenne, aber ich bin trotzdem falsch? Nein, das sicher nicht. Das hat natürlich aber was damit zu tun, dass man sich ja einfach das Leben neu organisieren muss. Das hat was damit zu tun, dass man sich Arbeit besorgen muss, dass man sich eine Wohnung besorgen muss, dass man, Anna war damals 3,5, dass man gucken muss, wenn ich arbeite, wer kann auf mein Kind aufpassen. Mhm. Was einfacher wurde, weil ich ja Familie hatte. Aber alles sowas, das hat einen ja auch abgelenkt. Und dann kamen natürlich auch irgendwann die schönen Momente. Also ich drei Jahre später war diese Maria Mazzara-Geschichte. Also nee, der schöne Moment war, komischerweise, da ging es um eine Anna Segers-Verfilmung, Transit, ein Roman von Anna Segers, der auch was mit Exil zu tun hat. Also das waren so die letzten Schiffe, die von Marseille abgefahren sind nach England. Also die letzte Möglichkeit für viele Juden überhaupt mit dem Leben davon zu kommen. Darüber hatte Anna Segers wirklich einen ganz, ganz tollen Roman geschrieben. Und der wurde so halb dokumentarisch verfilmt in Marseille. War aber eine ganz billige Produktion. Das hieß meine Anreise nach Marseille. Ich bin 2 Tage nur mit dem Zug gefahren. Von West-Berlin bis nach Marseille mit dem Zug. Und da habe ich zum ersten Mal dieses Gefühl gemerkt, dass wenn Grenzen offen sind und dass man auf einmal so viel entdecken kann. Andere Länder, andere Sprachen. Und da habe ich das auf einmal mit so einem Genuss verspürt, dass ich weggegangen bin. Da war das zum ersten Mal richtig schön. Jetzt hast du schon häufiger gesagt, Thomas Brasch, das war meine große Liebe, mein Schicksal. Das ist ein wörtliches Zitat. Wenn jetzt die Nelly zu dir kommt, junge Frau, die sie ist, und sagt, Oma, woran merke ich, dass ein Mann mein Schicksal ist? Was gibst du dann zur Antwort? Woran merkt man das? Das ist eine schwierige Frage. Wenn man ja auch denken könnte, ich nehme mal an, der Mann, der sein Schicksal, der das Schicksal sein könnte, der ärgert einen, der nervt einen, der ist unerträglich. Das hat er alles getan, aber das war ja. Man kann ja den Menschen von der Frage wegschicken oder bleiben. Ich
ich weiß es nicht, das ist wirklich, das ist eine Seelenverwandtschaft, ne? Also, und das haben wir beide ja ziemlich gleich gemerkt, als wir uns kennengelernt haben. Und wir waren aber beide ja mit anderen Leuten zusammen und wir kamen dann erst später zusammen. Aber eigentlich haben wir es beide ziemlich gleich gemerkt, dass, ja, dass da etwas Schicksalhaftes ist. Wie soll ich den Moment inszenieren, Katharina? Das werde ich dir nicht verraten. Das ist geheim, das ist diskret. Nein, das kann ich nicht in so zwei Sätze. Da müssten wir jetzt an einem Tisch sitzen. Das war doch hier früher mal so ein Tisch dazwischen. Das war sehr angenehm. Ja. Also sah so angenehm aus. Hätte ich mir. War sehr angenehm. Ja, jetzt und da könnte so, man ja. Dann eine Flasche Wein draufstellen oder eine Flasche Wodka und dann da könnte ich das sehr gut besprechen. Aber du glaubst nach wie vor daran, es gibt einen Menschen, das würdest du der Nelly auch sagen, es gibt einen Menschen, es kann einen Mann geben. Es passiert einem Gott sei Dank, also mir ist es auch mehrmals passiert. Also insofern ist das ganz schön, also habe ich Glück gehabt. Aber mit Thomas war es natürlich insofern wirklich Schicksal, weil das ja nicht nur eine Liebe betraf, sondern das betraf ja auch wirklich gesellschaftliche Vorgänge, die wir gemeinsam erlebt haben. Sprich mit der DDR, diese Schwierigkeiten zu bekommen, aber auch dann natürlich, weil wir auch immer miteinander gearbeitet haben. Mhm. Also es war so allumfassend, das, was uns miteinander verbunden hat. Dadurch war es natürlich eben allumfassend. Am 23. Mai arbeitet ihr jetzt wieder alle zusammen. Also du, deine Tochter Anna. Am Schillertheater, ja. Enkelin Nelly am Schillertheater in Raubserbinerin, was du inszenierst. Du spielst den Theaterrektor Emanuel Striese, wieder mal ein Mann, nachdem du schon, also ich habe es dir erzählt, seit du den gespielt hast, ist für mich Friedrich der große Katharina Thalbach. Das war eine ARD-Verfilmung. Anna hat den jungen Friedrich gespielt, du den älteren. Warum bist du da schon wieder ein Mann? Warum hast du dich da wieder als Mann besetzt? Ist das so ein klitzekleiner? Ich habe mich nicht besetzt. Ich habe inszeniert den Raub der Sabinerin in Rostock mit Horst Krause als Theaterdirektor Striese. Ich habe auch die Fassung erstellt für diese Inszenierung, wo auch die Frau Striese vorkommt, also die Frau Theaterdirektor. Und Horst Krause hat Striese und seine eigene Frau gespielt. Und Horst Krause wurde krank. Und zwar kurz vor der Premiere. Und dann habe ich es übernommen. Ach so, war das? Das war nie beabsichtigt. Ich bin teilweise, also auch so wie ich auch damals Hauptmann von Köpenick mit Junke inszeniert habe. Und dann ist Junke auch krank geworden. Und dann habe ich den Hauptmann gespielt. Also ich bin zu diesen zwei großen Männergestalten, sprich Hauptmann von Köpenick und den Theaterdirektor Striese, ich habe mich da nie besetzt. Auf den Einfall wäre ich gar nicht gekommen. Ich musste. Und ich war danach sehr dankbar. Jetzt hat Alfred Kehr, der legendäre Theaterkritiker seinerzeit, geschrieben, das Publikum, warte mal, wo habe ich das richtige Zitat, aber ich weiß es auch aus dem Kopf, das Publikum, die Leute liegen vor Lachen unter dem Stuhl, ich auch. Das war seine Theaterkritik, wo man sich denkt, wow, was für eine tolle Theaterkritik, ist überhaupt nicht aufgeblasen. Ist das immer noch dein Ziel, dass beim Raub der Sabinerin im Schiller Theater die Leute unterm Stuhl liegen? Und ist das? Ich hoffe, sie bleiben sitzen und gucken weiter, weil wenn sie unterm Stuhl liegen, dann sehen sie. Hinterher können sie ja liegen. Ich habe schon gern, wenn die Leute lachen. Und Raub der Sabinerin ist wirklich eins der ein Stück, wo man sehr viel lachen kann. Die wahrscheinlich berühmteste deutsche Klamotte, aber mit viel Tiefsinn. Soll es nicht glauben. Schwank, das heißt Schwank, unverwüstlicher Schwank. Ein unverwüstlicher Schwank. Aber es ist ein so liebevolles Stück. Und wo man auch über die Schwächen der Menschen in so herrlicher Weise sich amüsieren kann, ohne dass es bösartig oder zynisch wird.
Ja, ich hoffe ja, dass ich den Striese spielen kann, so wie Molière, dass ich da irgendwann eines Tages dann umfalle hinter der Bühne. Okay, dafür ist keine Zeit, weil wir sind verabredet zu Wein, Wodka. Du erzählst mir die Geschichte, wie das tatsächlich war, eure Begegnung. Und dann zeige ich dir meinen hässlichen Bauchnamen. Wir haben da richtig was vor. Wir haben richtig was vor. Deswegen fall bitte nicht wie Molière um. Katharina Thalbach war hier, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Katharina. Alles Gute, 23. Mai. Geht's los bis zum 2. Juni. Haben Sie die Gelegenheit für den Fall, dass Sie sowas machen wie Ostergeschenke? Warum sollten Sie das nicht verschenken in der Komödie am Schiller-Theater. Ihnen eine gute Nacht, viel Spaß im RBB und ein frohes Osterfest. Dankeschön.